Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video haben wir ziemlich viel vor, wir sind immer noch in New York. Mein Vater und ich besuchen jetzt die heißeste Medienagentur hier in den USA und zwar Gary V, Gary Vaynerchuk, VaynerMedia, da fahren wir jetzt hin und unser Uber ist glaube ich auch schon da, deswegen komm mit. So, wir sind jetzt hier im Uber und jetzt fahren wir nach 10 Hudson Yards. Hi Leute, wir sind jetzt da. Hier hinter mir ist 10 Hudson Yards. Hier hat VaynerMedia seinen Hauptsitz, sein Büro. Und Gary Vaynerchuk ist da. Und den treffen wir jetzt gleich ganz, ganz kurz. Und wir bekommen eine kleine Führung durch das Gebäude, durch das Büro. Und ich habe richtig Bock. Und mein Vater wahrscheinlich auch, oder? Erstmal müssen wir jetzt frühstücken. Ja. Hey, how are you? I'm Sean. Good. Welcome to Hudson Yards. How may I assist you both? Hier geht's gleich rein. Da ist VaynerMedia. Man darf hier nicht filmen. Also da drin. Schade. Warum ist denn das so laut? Hier ist eine Baustelle! Was? Okay, wir sind jetzt drin bei VaynerMedia. What's your name again? Sophie. Das ist Sophie. Hi. Welcome to the vlog. Welcome to VaynerMedia. I'm excited. So. Wir kriegen jetzt eine kleine Rundtour. Es wird verrückt. So we have VaynerMedia and there's all the different portions of VaynerMedia. And then we have Team Gary. Yeah. So Team Gary is completely separate. Any comment or whatever that may be is from him. He's the only one who has access to his okay. Instagram and his Twitter and everything. Wow. We don't use line. Ah, he's following you on Twitter? Yeah. Oh, es geht noch viel weiter. Oh, weißt du, denkt man, es hört auf, aber es ist riesig. Okay. Cool. We have five offices. Yeah. Hi. Hey. I'm Jonah. Jonah. Gary. Nice to meet you. It's a pleasure. Such a pleasure. Yeah. Hey. Hello, sir. That's my name. I love it. How's your trip going? It's good. Just started or? Yeah. 2 days ago. Yeah, we lost our passports. That sucks a bit. But really? Yeah, he lost it. Somehow we will do this. yeah, it's fun. Perfect. Cool. Thanks for stopping by. Yeah. Have a great trip. Thank you for watching for so long. Yeah. Thank you. Thank you. So the analytics, like how well that, like the engagement, all that stuff. I've got time because I'm not going to school You're anymore. You're so young. No. Oh wow. Yeah. You have to go to university now. Man. We have everything. We have a whole wall of cereal. Whoa. I wanted to show you this. This is the best view of the office. Surprise! Schaut euch diese Aussicht an, das ist so unglaublich krass. Das ist jetzt mein neues Büro, ich habe überlegt, ich ziehe jetzt hier ein. Ja. Wow. Amazing! So, wir sind jetzt durch, jetzt fahren wir gerade mit der Rolltreppe aus dem 10. Hudson Yards raus. Ach ja genau, ich habe vielleicht einen neuen Job, ich darf hier vielleicht 2 Wochen Praktikum machen, man weiß es noch nicht ganz. Oh mein Gott! Wir sind jetzt hier gerade First Avenue, Ost-Manhattan. Wir waren jetzt gerade bei der deutschen Botschaft, weil ich habe unsere Reisepässe verloren. Kann ja mal passieren. Ja, ich weiß, niemand ist perfekt, bla bla bla. Richtiger Fail, aber kein Problem. Wir hauen in 5 Tagen eh wieder ab und wir haben unsere Ausweise dabei. Und da wir direkt nach Deutschland fliegen, ist es kein Problem. So. Ey, das ist so ein Fail, ne? Jetzt, gute Nachricht. Gary Vaynerchuk hat mir einen Friseur empfohlen. Und da fahren wir jetzt hin mit dem Uber. Das ist ungefähr 1 Meile von hier in diese Richtung da. Wo das Bildungsfernsehen? Genau. Da ist deutsche Botschaft, da vorne, wo die deutsche Flagge weht. Da ganz hinten ist das UN-Gebäude. Generell sind wir jetzt gerade hier in dem District, wo die ganzen Botschaften und so weiter sind. Die ganzen Regierungsgebäude-Dinger. Ja. Also, guckt euch mein Haar an. Schrecklich. So. Ich war beim Friseur, vielleicht sieht man es. Drehen wir mal kurz. So Leute, wir sind jetzt hier im Central Park. Ich war gerade beim Friseur und jetzt holen wir uns ja einen schönen Hotdog. Das erste Mal holen wir uns jetzt einen Hotdog an so einem Würstchenstand. Bin sehr gespannt. Komm mal mit. Everything. A bit spicy. Und schon wurde ich abgezogen. Die größeren Würstchen kosten 4 Dollar. So, ja. Das piep ich. Der mit Sauerkraut.
Guck mal, ein schicker Pullover, Mensch. Ne? Unglaublich. Dann bitte ich dich jetzt darum, mach mal bitte das Ende von meinem Video jetzt. Hallo. Ich bin jetzt wieder zurück aus New York. Das ist jetzt gerade schon leider die zweite Aufnahme, in der wir... Das sah cool aus, in der wir das hier aufnehmen. Mein Bruder springt ja gerade Trampolin. Das war es jetzt mit den New York-Aufnahmen für dieses Video. Allerdings werden die übernächsten beiden Videos auch noch aus New York sein. Das nächste Video wird jetzt erstmal ein Trampolin-Video sein. Deswegen, Leute, schreibt bitte in die Kommentare, was wir als Trampolin-Video machen sollen. Weil das Wetter wird jetzt gut und ich habe Lust, wieder ein Trampolin-Video zu machen. Deswegen kommt das jetzt erstmal. Zieh dir was an, Mensch! Ey, der war doch... Es ist echt nicht warm, ne? Was ist denn los mit ihm? So, zurück zum Thema. Der Videotitel. Ich habe aus Versehen am Flughafen direkt bei unserer Anreise die Reisepässe verloren von meinem Vater und mir. Ich hatte die in so einem roten Ordner drin, zusammen mit unseren Flugtickets und zusammen mit Esther. Also Esther braucht man, wenn man in Amerika einreist und da Urlaub machen möchte. Ja, beim Geldabheben habe ich die da direkt liegen lassen. Und dann, wir haben das aber erst nicht gemerkt, erst am zweiten Tag, als wir aus dem ersten Hotel auschecken wollten. Und dann haben wir erstmal das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt und wir waren echt ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Aber so, ich wusste absolut nicht, wo die waren. War auf jeden Fall schon mal ein bisschen schlechte Stimmung den halben Tag, aber was willst du machen? Weißt du, mein Vater war erst ein bisschen sauer, aber es ist halt so, wenn du irgendwas verlierst, so, dann ist ja eh zu spät, weißt du, da muss man ja lieber den Urlaub genießen und ruhig bleiben. Denn am vierten Tag, einen Tag nachdem dieses Video hier in New York aufgenommen wurde, die Szene in New York, da haben wir dann eine E-Mail vom Flughafen bekommen, dass tatsächlich jemand die Pässe abgegeben hat. Flugtickets und Esther war weg, aber das war ja egal, das war ja nur Papierkram. Die Pässe wurden tatsächlich abgegeben. Und die Polizistin am Schalter meinte, dass das wirklich sehr, sehr, sehr selten passiert, dass sie jemand abgibt. Deswegen, Leute, in solchen Situationen immer cool bleiben und die Ruhe bewahren. Meine Mutter hat die Nacht schlecht geschlafen, obwohl sie gar nicht dabei war. Ich habe gut geschlafen. Ich habe nicht nur schlecht geschlafen, ich habe gar nicht geschlafen. Ja, das Problem ist halt, wir hätten eine neue Pässe zu Hause beantragen müssen. Aus New York rausgekommen wären wir trotzdem, weil wir direkt nach Deutschland geflogen wären. Und das geht halt mit Ausweisen, ganz normal. Ist ja auch ein gültiges Dokument. Trotzdem ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben sie wieder. Alles ist gut. Gestrandet in New York. Perfekt. Das war es jetzt soweit von diesem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie eben schon einmal erwähnt, schreibt bitte in die Kommentare, was ich als nächstes für ein Trampolin-Video mit meinem Bruder aufnehmen soll. Was für eine Challenge sollen wir machen, sollen wir ein Tutorial machen oder so. Haut gerne ganz viele Ideen rein. Außerdem, Punkt Nummer 2, habt ihr Bock auf ein Schulvideo? Nochmal abschließend, ich weiß, ich habe das schon mal erwähnt, abschließend nochmal ein Video von meiner Schule, wo ich da ein bisschen in der Schule filme. Schreibt das auch unten rein. Und morgen mache ich einen Livestream auf Instagram. Da dürft ihr gerne vorbeischauen. Und in diesem Livestream werde ich dann auf die ganzen Kommentare von diesem Video hier eingehen. Deswegen kommentiert fleißig. Ihr kennt den ganzen Hasen. Wenn ihr mich supporten wollt, dann schreibt einen Kommentar und gebt einen Daumen nach oben. Muss ich ja gar nicht erwähnen. Die Glocke könnt ihr auch aktivieren, falls ihr Bock habt und nichts mehr verpassen wollt. Außerdem könnt ihr hier mein letztes New York-Video sehen. Hier könnt ihr die New York-Playlist verfolgen. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Jetzt gebe ich euch noch kurz Zeit, das zu machen. Ich wünsche euch noch ein richtig schönes Wochenende, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Cut! Okay, ciao.